Eure zwei Bekloppten der Umbrella German Hive Corporation sind gerade auf dem Weg zur Filmbörse in Neuss. Wir hoffen, dass wir euch zahlreich dort antreffen werden. Es ist ein wunderschöner Morgen, regnerisch, hässlich, genau richtig für eine Kulisse in Raccoon City. Man könnte sehen, das ist der Eingang dort. Läuft super, großer Andrang und ja, unser Stand steht auch. Wir haben einen kleinen Stand gemacht mit dem Auto, hat Premiere. Da freuen wir uns sehr richtig drauf, dass das super klappt. Natürlich ist auf der Comic-Con viel mehr, natürlich viel, viel mehr. Das ist halt eine Filmbörse, da machen wir halt ein bisschen weniger. Aber trotzdem tolle Präsenz. Ja, das Auto ist auch gut bestückt. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall. Oder schlecht gefahren. Ja. Ja, auf jeden Fall macht es Spaß. Ja, mal gucken, mein Look sieht auch soweit ganz gut aus. Und ja, die Jungs sind gerade kurz das Essen holen. Und ich passe ein bisschen auf hier. Das Auto, dass keiner das klaut. Wir sind ja in Raccoon City, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, meine Haare liegen komisch. Denn ja, auf jeden Fall, der Start der Filmbörse ist positiv, sehr erfolgreich. Wunderbar läuft es, alles wird eingehalten. Super Wetter, kein Regen. Kann man sehen, da. Super. Und unser erster Auftritt seit 9 Monaten. Das letzte Mal war es ja die Filmbörse in Dortmund im Oktober. Und ja, auf jeden Fall sind wir froh, dass wir endlich wieder auftreten können. Und darum geht es. Ich würde jetzt das Handy irgendwo hinlegen, dann könnte ich besser sprechen. Aber das geht nicht. Das klappt ganz gut. Wir freuen uns einfach, dass es wieder soweit ist, dass wir endlich wieder ein bisschen Con-Feeling haben können. Und ich auch mal wieder einen Einsatz habe, auch mal das Auto einweihen kann und so alles, was dazugehört. So viel dazu. Aber man merkt es nicht, du kannst ruhig dazukommen. Ich habe nicht gesehen, dass du bist. Ist live. Ist aber fast kein Zuschauer, weil ich hätte es nicht angekündigt. Da ist die Erika, neuer Member. Keine Angst, ich lade das alles nochmal hochschneiden zusammen. Und die anderen sind halt Essen holen. Und kommen irgendwann wieder. Ich weiß nicht, ich kann mal versuchen, ob ich noch Funkkontakt habe. Hört ihr mich noch? Ja, ihr seid wahrscheinlich, wer weiß wo. Ja. Ja, und wie ist dein erster Eindruck? Oh, mein erster Eindruck, ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es cool hier. Ja, also Filmbörse selbst war ich jetzt noch nicht drin, weil ich die ganze Zeit das Auto hüte. Ich streichle das ein bisschen, das Auto. Du musst immer am Auto sein. Ich gestehe jetzt, ich gehe nicht rein, weil ich kein Geld ausgeben will. Ja, aber du kannst schon mal rein, ich bleibe hier im Auto, pass auf, das ist kein Problem. Ja, wird auch mal Zeit. Den letzten richtigen Con-Auftritt hat der Banner vor anderthalb Jahren gehabt. Hallo, ich darf mal ein Foto machen. Aber lieb gerne. Ja? Ja, komm. Warte mal. Muss ich eine Waffe nehmen? Klarlack muss das bestimmt noch sein. Weißt du, wie du das am besten wegkriegst? So mache ich das meistens. Also meistens funktioniert es auch. Das sind Pistolentücher, diese mit Alkohol, weißt du? Das ist richtig. Rüber, dann wird das richtig schön sauber, weil das hat ja durch das Alkohol drin. Und dann geht das alles weg, normalerweise. Habt ihr gehört? Ja, gerne. Ja, gerne, ja, gerne. Ich kann ein Kärtchen nehmen. So? Problem ist. Visitenkarte? Ich hatte ja. Ich habe ja auch zu Hause eine tolle Brille. Die hatte ich mir extra mitgebracht von zu Hause zu Markus. Aber dann hat er nur geregelt, da braucht keine Brille.
Bahnhof ausgestiegen, hier, zack, Sonne. Tja, das wird jetzt auf unserer Seite. Da hole ich mir noch einen. Das hilft. Eine richtige Sonnenbrille dazu passen. Ich werde mal wieder ausmachen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.